Wie heißt nochmal diese ASMR-Tante mit diesen riesigen Brüsten? Wie heißt die nochmal? Wie heißt nochmal diese, ASMR, wie heißt die nochmal? ASMR, Amy, ist das die? Ja, das ist die, genau, das ist die, Leute. Das ist die. Gucken wir jetzt das einfach mal an, ohne Wertung. Ich verstehe ASMR wirklich nicht, ich verstehe das nicht. Ich kann verstehen, dass manche Leute das geil finden, ich verstehe es wirklich nicht. Wisst ihr, was ich machen würde? Wenn ich einen ASMR-Channel hätte, meine Freunde, dann würde ich tatsächlich hingehen und so, wirklich so, hey Leute, seid ihr auch so geil wie ich? Wollt ihr mal meinen Pimmel sehen? Und dann würde ich richtig krass mit so einer fetten Tröte da reinblasen, damit alle taub werden. Alle. Hey Leute, kauft mein Merch, weil der ist geil, mein Merch. Kauft mein Merch, Leute. Mein Merch ist draußen. Kauft ihn jetzt. Okay, ich kann mir die alte nicht angeben. Warte, gibt's noch von Petra das ASMR? Gibt's da nicht auch noch eins? Oh mein Gott, ich habe mir das noch nicht angeschaut, Leute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Das ist nicht die Abkürzung davon, aber. ASMR. ASMR. Das sind so Videos. Halt's Maul, Patrick. Leute. Leute. Was für ein Hurensohn. Was für eine gottverdammte Missgeburt. Sorry. Oh mein Gott. Ich schwöre, Petrit sieht aber auch dabei aus, Leute. Petrit sieht dabei aus wie ein Zurückgebliebener. Der hat den Mund offen und macht wirklich so. Warte mal. So sieht Petrit dabei aus, Junge. Junge, Junge, Junge. Okay, ich gebe mir einmal noch ASMR, Janina. Ich kann mir das von Petrit nicht reinziehen. Tut mir leid. Das geht nicht, Leute. Keine Ahnung, juckt's dich? Weil ich kann dir eh nicht antworten. Okay, schön. Hast du Lust, dass ich dich schminke? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, das ist ja auch der Grund, weshalb du hier bist. Ich will nicht geschminkt werden. Aber ich habe gesagt, nein. Schauen, ob der Farbton so um meinen Magen rummelt. Sorry. Ich möchte nicht geschminkt werden. Der Farbton so zu dir passt, aber ich denke, das könnte ganz gut klappen. Ich will nicht. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mit der Foundation an und dann schauen wir mal. Das war übrigens auch ASMR gerade für euch, damit ihr kurz entspannen konntet. Was wäre hier so schönes Zauber? Okay, bist du damit einverstanden? Hast Nein. Irgendwelche Wünsche oder irgendwelche speziellen Ideen? Alles klar, versuche ich umzusetzen. Ich hab... Mann, wir führen keine... Wieso rede ich mit einem Video, Alter? Hey, entspann dich doch mal. Okay, das mit Pain ist lustig. Also Leute, ich raff ASMR wirklich nicht, sorry. Was macht sie hier? Tingly Head Massage, Scratching and Brushing. Hey. Mir und Jonas.
Ich will, dass man ihn von vorne sieht. Sieht man ihn von vorne? Ja, fang an jetzt. Junge, was ist mit meinem Chrome los, Alter? Ah, jetzt. Ich schwör's, Leute. Hätte man jemanden in 2010 gefragt, wie sieht die Welt in 9 Jahren aus, da hätte niemand gesagt, ja, wir schauen uns dann oder hören uns viel mehr Videos an von Leuten, wie sie die Haare gekämmt bekommen. Leute, ganz ehrlich, Mann, das ist ja wirklich, also, das ist der Peak der Menschheit, Leute. Wir sind wirklich auf dem Zenit der Menschheitsgeschichte angekommen. Das ist geil. Alter, Penny. Junge, du verlierst Kopfhaut, Junge. Die stretch da so drüber, dass da Kopfhaut rauskommt. Also Leute, es ist nicht böse gemeint, also es ist nicht meins, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Immerhin kriegt er die Haare gekämmt, ne? Aber gibt's Menschen, die sich dabei entspannen? Also, es ist halt einfach nicht meins so, ne? Oh, geiles Geräusch, das ist ein sehr geiles Geräusch, Leute. Geiles Geräusch. Kili Op schreibt in den Chat, ich hab grad so Bock zu ficken. Ja, wer kennt's nicht, wenn ich Haarbürsten-Sounds bekomme, Digga, da geht mir sowas von einer ab, Alter. Da krieg ich direkt den Überboner, Junge. Tiffy verklagt Face? What the fuck? What the fuck? Gut, egal. Tiffy. Was? Hey, Moment mal, was ist passiert? Tiffu suing Faceim over scam contract. Okay, ganz kurz mal reinschauen hier. Complaint that argues esports players' representatives should be regulated like agents of film and TV stars. Krass. Yeah. Was? Er zeigt Face an? Was? So, here you go. Meanwhile, Tennis is missing out on those opportunities because of Face Clan's unlawful activity in connection with a deal he signed in April of 2018, and he only gets to keep 20% of any branded videos that are published on Twitch, YouTube, social media, and half his revenue from touring and appearances. Der kriegt nur 20% seiner Einnahmen? Digga, was? I would bet that this is probably like a... This is not 100% accurate. With my experience in the esports industry and being part of a parent company, this is probably Hollywood Reporter. Ja, aber trotzdem, Digga. Exaggerating a little bit, like the branded videos that are published on Twitch. I don't even know what that is. So that immediately is what makes me go, eh. That being okay. Said, if he's only ja, warum unterschreibt er so einen Scheiß denn, ne? YouTube, that's probably because FaZe is part of has like an MCN. So gucken, wie die anderen Streamer darauf reagieren. In California Law and the Talent Agency. Tim the Tatman, was sagt er? Hey, was geht ab, Alter? It says Turner, a 21-year-old professional gamer known as Tfue Monday, sued FaZe for allegedly limiting his ability to pursue his profession in violation of California law. Passing a lucrative brand deal because of a conflict of interest and failing to pay him his share of sponsorship earnings. Damn. Krass, okay, das heißt... Face hat ihm einfach Sachen nicht gezahlt und nimmt 80% seiner Einnahmen? Uff, Alter. Honestly, like, the only orgs I would really, like, consider joining if I were, like, a content creator and not a competitive player would be either, like, TSM, like TSM or 100 Thieves. Krass. Krass, Alter. Okay, das finde ich aber heftig, Leute. No way, this is right. It says. Ist ja die Frage, ob es jetzt real ist, ne? Tfue says he's missing out on the opportunities because FaZe Clan is unlawful activity in connection with the deal he signed, and he only gets to keep 20% of the. Junge, das ist krank. Das ist krank, Alter. YouTube or social media.
What? There's no way. Hey Leute, also, kurze Thematik. Hollywood Reporter, nehme ich einfach mal an, dass das jetzt nicht so die krasseste legitime Quelle sein wird. Hat veröffentlicht, dass Tfue Face, Tfue kennen die meisten, einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch, was Fortnite angeht, und noch einer der besten oder mit besten Spieler, zumindest einer derjenigen, die sich hier für die WM schon qualifiziert haben, also auf jeden Fall einer der besseren Spieler, schreibt dann gerade im Chat, deutscher Staat und Arafat nehmen weniger. Na gut, da hast du wohl recht wahrscheinlich. Also, das ist krass, wenn man sich überlegt, man gibt 80% ab. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann das auch von früher so, von Netzwerken und sowas, aber das ist krass, Digga. Also, Tfue ohne Face ist Tfue nicht mehr Face im Bereich Fortnite. Ja, also doch, die haben halt noch Cloak und sowas da, ne? Die haben halt noch Cloak und so da und die ganzen anderen Face-Leute. Aber das ist schon krass. Also wenn man überlegt, 80% der Einnahmen, das ist schon echt eklig, Alter. Die laden ja auch Clips von ihm aus. Die haben also ein krasses Haushalt hier, ne? Aber krank. Hier hat Tfue gerade bestätigt. Schaut mal hier, warte mal. I hope you guys are all doing well. Welcome back to Fortnite News, Esports News. Alter, Fortnite News. Da muss ich aber ganz groß. Gaming News, and yes, in fact, it seemingly is true. Tfue, ja, safe hat er genug Geld. Aber es muss ja nicht sein, dass er 80% seiner Eingaben abgibt. Following a video we actually talked about last episode, if you guys did not see hey, that, Leute, it was actually... Chrome ist mal wieder komplett broke. Warte mal ganz kurz. Moment, ich mach mal hier ganz kurz. Chrome ist wieder komplett im Arsch. Ich hasse diesen Browser mittlerweile, wirklich. Sekunde, ich mach mal hier alles kurz zu und starte nochmal Chrome neu. Oh Mann, ey. Belastend. Chrome ist richtiger Wackness-Browser geworden mittlerweile. Ich weiß auch nicht genau, was abgeht. That it was actually Tfue coming out and talking about unfair organization. Contracts. In that video, it did make it seem like he was actually under a fair agreement, but seemingly not. So I'll play that clip for you guys very shortly, and then break down exactly what is happening between Tfue and his own organization. Listen, dude. Das kann doch nicht sein, dass dieser Browser so wack ist, Digga. Ich nutze jetzt den scheiß Internet Explorer, Alter. Was ist denn das, Junge? Kann nicht sein, dass ich den fucking Internet Explorer nutze? Verpiss dich, Alter. Ich nutze dich auf jeden Fall nicht als Browser. Dass ich jetzt den scheiß Internet Explorer nutze, eher als Chrome. What the fuck, Alter? What the actual fuck, bro? Mann. Belastend, ey. Chrome. Maximaler Müll. That it was actually Tfue coming out and talking about unfair... Dude. If you are in the World Cup or you think you're going to qualify, do not sign to an org unless it says in the contract that they don't take any earnings from tournaments. And if you're in a contract that says that, you need to... Get a lawyer and get the f*** out of that contract. Krass, Digga. Because I don't care, bro. None of these orgs are doing anything... Like... Krass, er beschwert sich gerade auf jeden Fall.